So, zurück an dieser Stelle. Ich gehe als allererstes in die Blume. Oh, kill dieses nervige Vieh hier. Ah. So, jetzt dem Deku-Spucker hier noch ausweichen. Bombe. Und auf seiner Plattform landen. Ja. Dann machen wir mal weiter hier. So, push. Treffer. Hoppala. Und da vorne ist auch schon die Kiste, die wir suchen. Ja, Herzteil. Uhuhu. Wow. Hupst hier gleich rein. Da 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 da. Geschafft. Ach, was mache ich denn? Ich kann mich ja ganz einfach zurückbeamen. Hahaha. Dass wir das hier auch mal gesehen haben. Das Lied der Schwingen. Und ich möchte zum Dämmerwald. Jawohl. Da bin ich zwar schon, aber ich will zur Eulenstatue. Genau, dann kriegen wir Flügel und. Sind wir wieder hier. Ja. Nein, ich wollte nicht mit dir reden. Nein. Ich wollte hier nur die Fee fangen. Für den Tempel. Denn jetzt spielen wir auch gleich mal das Lied. Ne, Moment. Ach du Scheiße. Wie ging das Waldlied da nochmal? Bam, 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 bam. Okay, alles klar. Das kriege ich hin. Okay, geschafft. Huhuhu. Mit dem Lied an der richtigen Stelle im Dämmerwald aktivieren wir den Tempel. Bringen ihn zum Vorschein. Uah, nämlich jetzt. Wahaha. So, Freunde, da ist er auch, der erste Tempel. In diesem Tempel können wir nicht nur den Boss besiegen und eine weitere besondere Waffe einsammeln, sondern auch 15 Feen finden. Na komm schon, das schaffst du. Oh, Gott sei Dank. Sondern auch 15 Feen finden und diese Feen, wenn wir die nachher da abgeben bei der großen Fee, zeige ich euch auch noch, wo die ist. Dann kriegen wir etwas ganz Besonderes, nämlich wieder eine Belohnung. Ach du Scheiße, da fällt mir ein, ich muss ja natürlich zuerst zur großen Fee, damit sie mir die Feenmaske gibt. Denn mit dieser Feenmaske locke ich die Feen an. Also wieder super, echt wieder total vertrödelt hier. Komm. Jo, geschafft. Da. In dieser Felsenhöhle ist sie drin. So. Da kommen wir mit dieser Blume hin. Da komm schon. Okay, geschafft. So, das Ganze wird uns hier natürlich auch nochmal erklärt. Eine Feenquelle. Junger Freund, bitte höre mein Flehen. Findet die Feen im Bauch des Dämmerwald-Tempels, die gefangen sind. Sie sind von gleicher Farbe wie ich. Bring sie hierher zurück. Scheiße. Von wem kriege ich nochmal die Feenmaske? Oh nein. Nein. Ich glaube, ich weiß, woher ich die Feenmaske kriege. Ja gut. Ich hole die mal eben schnell. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, da sind wir auch wieder. Und zwar bin ich in der Unruhstadt und habe dort die kleinen Feen alle abgegeben. Es erscheint die große Fee. Und die gibt mir jetzt hoffentlich die Feenmaske. Meiner Meinung nach. Ja. Hoffe ich doch mal. Oh, Taya und du, junger Freund, hab Dank für große Magie. Bla, 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 bla. Ja, den Scheiß habe ich doch schon.
gibst mir doch die Feenmaske, oder? Verarsch mich doch jetzt nicht. Oh, junger Freund, vier Tempel, verirrte Feen, bitte finde diese Feen. Ja, genau. Erlaube mir, dir ein Geschenk zu überreichen, welches verhindern wird, dass die verirrten Feen vor Angst vor dir haben. Genau. Die Feenmaske, juhu! Du hast die Feenmaske erhalten. Drücke C und die Maske. Verirrte Feen werden von ihr angezogen. Beginnt das Haar der Maske zu schimmern, ist vermutlich eine verirrte Feen in der Nähe. Ja. Perfekt. Ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass schon jetzt gleich Nacht des zweiten Tages ist. Das heißt, die Hälfte haben wir schon vertrödelt. Ich zeige euch jetzt noch schnell einen ganz einfachen Trick, wie man das Ganze hier etwas rauszögern kann. Und zwar, wenn man die Hymne der Zeit rückwärts spielt. Kann man den Zeitstrom verlangsamen. Soll die Zeit verlangsamt werden, ja. Das Ganze labert auch die Vogelscheuche, wo ich euch irgendwann mal am Anfang gezeigt habe. Das heißt, jetzt geht alles doppelt so langsam. Und wir haben mehr Zeit. Gut. Die brauchen wir auch für den Tempel. Denn der ist nicht ohne. Ah gut, das war jetzt noch wichtig, die Feenmaske zu holen. Denn die braucht man echt, wenn man alle Feen finden will. Und sonst kommen die nämlich nicht. Also die kommen zwar schon, aber die trödeln da irgendwie in der Gegend rum und es braucht ewig, bis sie bei einem sind. So, jetzt gehe ich aber in den Tempel. Nacht des zweiten Tages. Ach, was war das denn? Vielen Dank, Nacht des zweiten Tages. Hast mir alles versaut. So, und los geht's. Ja. Geschafft. Okay, jetzt aber. Dämmerwaldtempel. Ich setze auch gleich mal die Feenmaske auf, damit ihr das seht. Es gibt ein Geräusch und die Haare beginnen zu schimmern und die Fee kommt automatisch her. Wunderbar, oder? So, wenn ich jetzt noch... Und solange die Haare schimmern, gibt es in dem Raum, in dem wir gerade sind, noch weitere Feen. Die geht es natürlich zu finden. So, jetzt müssen wir uns hier irgendwie durchmogeln durch den Raum. Solche Bienenstöcke immer abknallen. Vielleicht ist eine Fee drin. Da war eine drin. Hab's nicht genau gesehen. Nee. Gut. Dann geht's weiter. Hier rüber. Ich meine, hier ist auch eine drin, oder? Ja, da ist auch eine drin. So, die habe ich auch. Verirrte Fee Nummer 2. Oh, und jetzt müssen wir hier zu dieser Blume. Und von dieser Blume aus ziemlich mittig hier reinfliegen. Denn sonst kriegen wir die Skulpturas ab. So, habe ich alle Feen? In diesem Raum ja. Die Maske gibt Ruhe. Dann kann ich also weitergehen. Das war quasi der Vorraum. Jetzt sind wir in dem eigentlichen Tempel. Ach, was für ein Gestank. Hier stinkt es wie in den giftigen Sumpf. So, okay. Weg mit dir. Böses Etwas von Skulltula. Viele Räume, viele Fragen und überhaupt nur alles und drumrum. So, wir fangen hier an. Gehen hier runter. Und... Den müssen wir vernichten. Denn da ist auch noch eine Fee innen drin, in dieser Pflanze. Geil, oder? So, wir kommen hier nirgendwo weiter, außer da hinten. So. Nur als Deko-Link akzeptieren uns diese Pflanzen. Bei diesen 50.000 Töpfen da hinten. Oh, aber. Ist auch noch eine Fee. Im Hintersten, genau. So, jetzt haben wir schon vier verehrte Feen. Hoppala. Und müssen hier durch. Wunderbar. So. Einfach geradeaus. Durch die Tür da vorne. Und im nächsten Video geht's weiter. Bis dann. Slugsy.